ich war in der Waschstraße. Ich habe jetzt zum ersten Mal, ich habe diesen ganzen Schmodder vom Sommer, habe ich von der Windschutzscheibe runtergemacht. Ne? Wir sehen hier Schmetterlinge, Bienen, Rennradfahrer. Das war eingetrocknet und das wollte ich runtermachen. Dann war ich in der Waschstraße und das hat nicht richtig funktioniert. Und irgendwann bin ich komplett ausgerastet, habe den Eimer in der Gegend rumgeschmissen. Irgendwann sagte meine Tochter dann nur, Papa, das ist, reg dich doch nicht so auf. Das ist ja, für die Tiere ist das ja auch doof. Die sind ja immerhin tot. Und dann nahm das Gespräch so einen ganz anderen Verlauf. Also dann haben wir auf einmal über Tod diskutiert. Ich stand an der Waschstraße und dann diskutierte ich mit meiner Tochter über Tod. Und das ist ja auch nicht einfach. Tod ist kein einfaches Thema. Man kennt ja häufig einen, der hat es schon mal. Und ja, es ist auch ein Stimmungskiller. Ne? Ist ja jetzt für, sag ich mal, einen Spaßabend. Geht ja auch nicht rein. Oh, einer tot. Das ist schwierig, ja. Und das ist ja, also der Tod ist schon schwierig. Also das ist traurig. Aber was mich eigentlich am meisten nervt, sind diese Betroffenheitsgebetteleien. Kennen Sie das? Wenn so im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, wenn die so mit ihrer Trauer dann so hausieren gehen. Ja, uns hat es auch sehr schwer. Meistens, je weiter weg die sind, dann sind die noch betroffener. Das ist so ein, kennen Sie diese Mitleidswettkämpfe sind das dann. Also meistens muss die Betroffenheit des Betroffenen hinter der Betroffenheit des Nicht-Betroffenen zurückstehen. Weil das ist dann sagen ja so Sachen wie zum Beispiel, an dem Tag hatte ich auch wirklich Probleme. Die Gänsestopfleber schmeckte ganz anders als sonst. Ne? Gänsestopf, ja, ganz anders. Ja, egal, aber die sind eigentlich noch schlimmer als der. Da ist schon fast tot eine Erlösung, muss man sagen. Und ich glaube, ein Problem in unserer Gesellschaft ist, wir integrieren den Tod nicht so richtig. Wir reden da nicht drüber. Es gibt ja auch andere Gesellschaften, die gehen total cool mit Tod. Mexiko zum Beispiel, die feiern ein Fest der Toten. Das ist irgendwie so von der Machart her, was zwischen Karneval und Silvester. Wird viel getrunken, also das ist auch eigentlich was dann für den Deutschen. Das finde ich. Oder hier, New Orleans, kennen Sie auch. Wenn da einer stirbt, dann wird getanzt. Dann wird getanzt, Opa in der Kiste und 1, 2, tscha, tscha, tscha. Das ist ja auch, sehen Sie, Sie giggeln jetzt auch, obwohl wir über Tod sprechen. Es geht. In Indonesien, das sind die absoluten Profis, die buddeln alle paar Jahre ihre Toten aus. Das ist wirklich wahr, eine Tradition. Und dann verbringen sie mit denen ein paar Tage. Ja, das ist quasi Friedhof der Kuscheltiere in echt. Ja, da kannst du Oma neben die Tanne stellen und gucken, wer mehr nadelt. Ich weiß es nicht. Das ist ja, die verbringen Zeit mit ihren Toten. Gut, viele Rentnerinnen sagen jetzt, na danke, das mache ich ja schon, während er lebt. Nein, aber das ist eine angemessene Umgangsform. Ne? Also man muss drüber reden. Guck mal, wir kommen ja auf die Welt und das Erste, was wir machen, ist, wir verdrängen im Grunde genommen das, was auf jeden Fall auf uns zukommt, nämlich der Tod. Und das ist ja blöd. Ja, sobald irgendeiner stirbt, dann heuchelst du so ein bisschen Trauer und dann sagst du schon, pfui, mit der Trauer will ich nichts zu tun haben, will ich nichts zu tun haben. Und ich finde, wir sollten da viel mehr drüber reden. Da macht uns das auch nicht so hier Angst. Ne? Man könnte dem Ganzen ja auch was Sportlicheres mal irgendwie abgewinnen. Weißt du, was ich so... Der Tod ist im Grunde genommen das Ziel. Wie so, wie so ein Lauf. Das heißt ja auch Lebenslauf. So, und der tot ist, der hat es geschafft. Der ist quasi Finisher. Und das meine ich nicht skandinavisch. Sondern der ist da reingekommen. Ja, ich weiß, Finnland ist nicht skandinavisch. Aber trotzdem, verstehen Sie? Also das ist ja, dann könnte man ja sagen, Glückwunsch, du hast es geschafft. Gut, das interessiert denjenigen dann jetzt auch nicht. Aber für die anderen, ne? Da kann man ja sagen, yay, vielleicht gibt es eine Plakette noch irgendwie. Ja, ich denke halt laut. Ich weiß ja nicht. Man müsste dem Ganzen einfach was Fröhliches geben. Und es hat ja auch Vorteile. Ich meine, wenn sie tot sind, da haben sie ja keine Geldprobleme. Das ist großartig. Ja? Corona ist ihnen scheißegal. Maske, ja, nein, vollkommen egal. Ja? Sie haben sehr viel auf der Habenseite. Sehr viel. Und vor allen Dingen, Tod kann auch witzig sein. Da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Und zwar, mein Onkel ist gestorben. Das ist jetzt erstmal tragisch. Aber er war damals in Frankreich auf seinem Hausboot und er ist da verstorben. Er wurde dann in Frankreich eingeäschert und sollte zurücküberführt werden nach Deutschland. Was ich nicht wusste, trotz Schengen werden Tote an den Grenzen kontrolliert. Ich weiß nicht, ob sie dann schauen, ob die Zigaretten dabei haben oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die Urne an der Grenze und da ist aufgefallen, der Personalausweis war abgelaufen. Deshalb durfte mein Onkel nicht einwandern oder rübermachen. Kein Blödsinn. Deshalb wurde die Urne dann an der Grenze gelassen. Der Personalausweis wurde der Witwe zugestellt mit der Bitte, es soll doch bitte ein neuer Personalausweis beantragt werden. Also ist sie mit dem Personalausweis zum Amt und hat gesagt, guten Tag, ich bräuchte bitte einen neuen Personalausweis. Da haben die gesagt, ja, kann ich Ihnen nicht ausstellen, wir bräuchten dann schon denjenigen zur Unterschrift. Da meinte meine Tante, das wird schwierig, der ist tot. Da meinte der Beamte, oh, das wird wirklich schwierig. Meine Tante, ja. Und jetzt, haben Sie eine Vollmacht? Meine Tante, nee. Wobei, warten Sie. Meine Tante ging raus, hat irgendwo ein Blatt Papier genommen, eine Vollmacht gefälscht, ist wieder rein. Gucken Sie mal, was ich gefunden habe. Eine Vollmacht. Dann hat er gesagt, ja, ist ja fantastisch, wunderbar. Dann hat sie einen neuen Personalausweis gekriegt, der wurde an die Grenze geschickt, an die Urne gebappt und dann durfte mein Onkel einreisen. Der ist 2 Tage zu spät zu seiner eigenen Beerdigung gekommen. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich waren wir alle traurig. Ne? Es war ja immerhin noch tot. Aber ganz ehrlich, wir haben geweint und tierisch gelacht. Tierisch gelacht war genau das, das hätte ihm super gefallen. Und ich glaube, sowas, das müssen wir machen. Wir dürfen nicht vergessen, das Schönste am Tod ist eigentlich, erinnert uns an eine Sache. Wir haben eine einmalige Chance, ein wunderbares Leben zu leben. Und das sollten wir auch tun. Was ich nur noch sagen muss, also mein Onkel wurde übrigens jetzt auch nochmal angeschrieben, sein Reisepass läuft ab. Den wird er wahrscheinlich ablehnen, weil er reist mittlerweile nur noch durch Europa und da braucht er ja so ein Ding nicht. Also leben Sie glücklich. Dankeschön.